So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Boss mit dem Peter und dem Kev. Hallihallo! Wir haben ein neues Spielzeug in der letzten Folge zusammengekriegt, in Peters Folge. Ich habe mir noch was überlegt und ich habe ganz vergessen, dass es beim Awesome-Mod ja gibt. Das Rumfliegen hat sich aber so ein kleines bisschen nach Cheaten angefühlt, auch wenn wir den Morph-Mod benutzen. Und deswegen haben wir eine Alternative dazu, nämlich die Hoverboards. Die sind ganz easy zu craften, die gehen auch gerne mal kaputt bei einem Fight, aber wir können die ja super easy neu craften. Einfach ein Redstone, zwei Dias und drei Holz, das war's. Und, du hast mich voll abgehoben. Ja. Abgehoben. Und das sieht echt cool aus. Guck mal, wie der Peter rumfliegt. Du stehst einfach und fliegst auf dem Ding rüber. Super. Ja, wie echt eigentlich. Ja, ich bin also der bodenständige Typ. Ich suche schon mal Ameisen. Yes. Ah, okay. Wo sind die denn primär? Boden. Ja, im Wald okay, eben, da gibt es Ameisenlöcher und da gibt es dann Dinger drin. Wir sind immer noch dabei, die Big Bertha zusammen zu craften. Wir brauchen ja für jeden drei Zutaten, drei von derselben Zutat. Und unter anderem haben wir überlegt, wie wir diese Ray Gun jetzt hinkriegen. Also eine Gun, der kannst du übrigens auch schießen, aber die macht nicht so viel Schaden vergleichsweise. Und dafür müssen wir in die Roboterdimension. Um die Roboterdimension zu kommen, müssen wir Ameisen suchen. Und zwar nicht nur irgendeine Ameise. Ja. Sondern die Ameise. Die Ameise, die genau. Rainbow-Ameise. Hier sind so viele Kühe, ich muss sie alle töten. Ja, der gibt dir echt Nausea und Furze so richtig heftig. Nein, das war nicht der Käfer, Leute. Du hast die Kuh mit. Was war? Hundertprozentig. Oh, ein Eichhörnchen. Ja, genau, immer von beiden auf direkt einen rausgedrückt, dass die Backen so schwabbeln. Ich glaube, bei diesem Biom, wo ich bin, das ist Wood irgendwas, da kommen keine Ameisen. So ganz neutral Wald halt. Also bei unserem Village, bei unserem Dorf waren ja jede Menge Ameisen am Ort. Das war ja aber auch Vanilla-Wald, ich meine, weil das wieder bei uns so Plenty-Wald ist. Ja, das kann sein. Und Termiten. Deswegen haben wir auch Probleme hier, das Ding zu finden, den Mantis-Spawner. Oh, ich habe hier welche gefunden. Also zuerst zumindest. Baumwesen. Hast du gefunden jetzt? Ich habe Löcher gefunden, aber ich habe noch keine Ameisen gefunden. Wir müssen eine Sekunde warten, bis die rausploppen. Okay, das sind braune Ameisen hier. Wo bist du denn? Kannst du mir so einen Ameisen noch zeigen? Auf der Karte beim Peter gerade. Ja, das hier nach braun. Wo ist das? Guck auf der Karte. Da, wo wir waren? Beim Wasser, oder? Ja. Wo wir waren, ich bin ein Stückchen im Wald weitergeflogen und jetzt... Das hier sind Unstable Ends, glaube ich. Ich sehe euch gar nicht. Nee. Das kommt ein bisschen auf die Höhe drauf an. Wenn du zu weit hoch im Unterschied zu uns bist, dann kann es sein, dass uns auf der Karte gar nicht... Ah, ich sehe euch. Okay, ihr seid schon ein gutes Stück aber weit reingelaufen. Leider waren es nicht die Ameisen, die wir gesucht haben. Es waren braune und unstable. Also müssen wir ein bisschen weitersuchen. Wir brauchen die bunte. Die Drogenameise. Yes. Oh, warte. So, ihr guckt von hier oben, oder was? Nee, wir fliegen... Nee, ich lauf. Drin. Ich bin zu Fuß unterwegs. Ja, ich fliege ein bisschen drüber. Man sieht es ja von oben. Du siehst ja dann, dass so ein kleines Loch im Block drin ist. So, aber die kann man auch so finden, ohne das Loch. Das Loch ist praktisch der Spawner von denen. Das ist das Nest, das Ameisennest. Und jede Ameise hat auch ein zugehöriges Nest. Und wenn wir am Nest sind, dann muss man sich kurz vorstellen, dann kommen nach einer Weile auch die Ameisen raus. So machst du das. Du bist ein ganz gewitzter Typ, hä? Na klar, ich gehe gleich zur Quelle allen Übels. Ich hab Spawn-Ei gefunden. Wow. Oh yes. Aber nur eins. Hammerhead. So. Aber das ist auch wieder ein anderes Biom. Hammerhead Spawn-Ei. Autsch. Da gibt's in den Unstable, in der Unstable Dimension gibt es als Spock. Vorletztes so ein Hammerhead als Spock. Vieh. Ja, was wo? Ah, okay. Fuck! Mein Hoverboard ist einfach in die Luft kaputt gegangen. Das kann sein, wenn du irgendwo gegen crushst oder so, aber du kannst... Nein, ich war hier völlig alleine in der Luft. Ich hab zwei Dias hier aufgesammelt. Ah, dann ist wahrscheinlich zerstört worden. Warte mal kurz, hast du Holz noch? Nein. Ich könnte dir was zuwerfen und dann craftest du einfach neues. Also Holz kannst du abbauen von einem Baum. Aber hier ist ein bisschen Redstone. Warte mal kurz, du brauchst ja eigentlich nur einen Redstone. Hier, und ich hab dir ein bisschen Redstone zugeworfen. Das reicht erstmal. Wie mache ich das jetzt? Dann drei Holz, also mach's wie ein Bett, nur dass du anstatt der Wolle die drei Holz nimmst und unten drunter als Bett stützen einfach zwei Dias und in der Mitte ist Redstone. Aber du kannst dir einfach das Crafting-Rezept bei Not Enough Items raussuchen. Ich krieg das, glaube ich, hin. Ja, ja, geht jedes Holz ja, ne? Oh, ich habe noch einen Mantis, wir brauchen ja auch einen Mantis-Claw, ne? Ach stimmt, die anderen waren abgenudelt, ne? Yes, komm her, Mantis. Stirb. Da war ja was. Nee, der fette stech mich. Boah, das ist so schlimm, ey. Jetzt die Rache ohne Witz. Jetzt zerstech mich immer im Sommer, ihr Drecksviecher. Und jetzt zerstech ich euch.
Ja, ich hab Schild, ich hab Claws gedroppt. Warum bist du gestorben? Hier ist ja Nebel im Wald, krass. Attacke. So, ich bin beim Spark und das sieht mir vanillamäßig aus hier langsam. Ja. Wo ist da ein Loch bei dir? Ich sehe da kein Loch. So, ich hab, okay, ich hab Adamantis Claws. Cool. Ich hab grad irgendwie mein Hover. Cool, die kannst du ja reintun. Ja. Daumen hoch für die Mantis Claws. Daumen hoch für die Mantis Claws. Blöd, die lassen sich ja gar nicht stacken. Ja, weil es wahrscheinlich als Waffe zählt, ne? Ja, das ist das Problem. Das zählt wirklich als Item, als Waffe. Oh. So. Das Problem ist, man muss immer so ein kleines bisschen im Inventar haushalten, weil das wird schnell vollgestopft. Ja, wir arbeiten ja heute ohne Base, also generell. Ah, guck mal, hier ist ganz normaler Vanillawald und oh. Ich glaube, hier oben habe ich auch noch welche gesehen auf dem Hügel. Ja, irgendwie an der Seite. Aber okay, zumindest haben die Mantis Claws schon, also auch wieder produktiv. Hier ist ein Loch. Dann stelle ich kurz davor und warte, bis Ameisen rauskommen. Da steht, das sind braune Ameisen oder so. Ja, dann sind es braune halt. Wir brauchen halt. Aber da steht halt nicht braun, da steht nur Ant. Rainbow Ants. Ich glaube, die Rainbow. Oh, ich sehe auch nochmal drei Hügel hier. Drei Ameisenhügel. Die haben jetzt gerade so ein bisschen geleckt. Ich habe Angst, manchmal, wenn es irgendwie so leckt, dass die Aufnahme asynchron wird. Sekunde. Das liegt daran, weil der Server hier, wir haben ja richtig große Bereiche, die wir neu laden. Ja. Ja, ich bin nur zu Fuß unterwegs, also ich. Ja, ich bin auch gerade nur erforscht nicht so viel. Also hier sind wirklich zwei braune Ameisennester und das war's. Komm schon, eine Rainbow-Ameisennest-Promme. Na toll, man kann mit dem Holz hier kein Hoverboard bauen. Ach scheiße. Ist echt behindert. Nicht? Nein. Ich brauche irgendein Vanilla-Holz, also alle vier Sorten, aber Vanilla. Ne, ich habe auch mit der Karte ein Holz-Hoverboard gebaut. Also ich konnte halt, wie gesagt, mit dem Redwood Special Holz, immer vielleicht mit Fickholz. Ah, hier habe ich eine Red Ant, aber keine. FIG heißt es. Rainbow Ant. Schade. Da geht's auch nicht. Kev hat ein angepasstes Minecraft, hast Fickholz. So. Nee, das geht nicht. Das ist. Nee, das finden vier Holz. Habe ich ja, glaube ich, irgendwie gerade verpasst wieder. Hier kommen so Würmer aus dem Boden, krass. Ja, dann brauchen wir auch killen, aber pass auf, die ziehen die Items aus dem Inventar. Echt? Wir brauchen noch, das sind Wurmfangs und dann müssen wir auch so einen richtig fetten Wurm killen. Mach lieber mit dem Boden kaputt. Ja, den will ich auf Entfernung killen. Normalerweise hängt aber so tief im Boden, dass du den gar nicht kriegst, einfach ohne weiteres. Kannst du mir ganz kurz die Koordinaten sagen, weil ich glaube, ich habe irgendwie verloren. Ich? Also ich bin bei minus 1000, 1400. Minus, Alter, wow, bei minus 1000? Holy crap. Ich bin nur gelaufen. Also eigentlich bin ich so gut wie gar nicht. Ich bin gehabert. Genau. So, ich baue mir jetzt auch noch mein Hoverboard. So. I can see you. Aber ich hoffe, der hat mir nichts auf den Inventar gezogen. Ach, da bist du, Spark. Ich laufe hier die ganze Zeit rum. Ja, ja. Aber weil hier bei den Bäumen, da fährt man häufig mal irgendwo gegen. Boah, ich finde die Hoverboards cool, echt. Ups. Ist schon geil, dass das von Orspawn? Jetzt hat's mich zerlegt. Oh. Irgendwie. Aha. Ich glaube, das müssen die Dias gedroppt werden. Droppt halt in Form von Sticks und die Dias. Oh, hier sind zwei Löcher. Kommt raus. Habe ich es gekriegt? Ein Loch und zwei Löcher. Ich glaube, ja. Na, was kommt da raus? Da kommt nichts raus. Ja, als Braunmännchen. Steht da Rainbow End oder steht da Normal End? End Nest steht da. Ja, genau. Da müssen es aber auch wieder die Braunen sein. Scheint, als wären die Rainbow ein bisschen seltener. Also da muss wirklich Rainbow Nest stehen. Aber ich glaube wirklich, ja, die ist auch bunt. Bei unserem Spawn, wo wir anfangs waren, da gab es ein Rainbow Nest. Bin mir sicher. Okay, sind auch wieder nur braun. Ich sehe ganz, ganz viele Nester, die sind aber alle braun. Aber die sind wirklich farblich regenbogenmäßig. Nee, aussehen tun sie gleich, aber draufstehen tut da was anderes in der Regel. Ach so. Muss ich mir trotzdem alle ganz nah angucken. Genau, muss ich alle ganz genau angucken. Hm. Ich habe noch niemals eine Ameise gefunden. Ich glaube, ich nehme gleich auch mal wieder mein Hoverboard. Ja, mein Hoverboard ist an Leaves hängen geblieben. Ja, das kann mal passieren. Also, die sind schon zerbrechlich. Wenn irgendwo gegen donnerst, dann gehen die halt kaputt. Oder so. Nee, es hängt auf dem Baum einfach nur. Es hovert über dem Baum. Lol. Wie soll ich da hinkommen? Ah, echt schön. Ist mir auch ein bisschen zu hoch, ehrlich gesagt, das Hoverboard. Ja, muss ich ein bisschen dran gewöhnen. Also ich hab's auch nicht mehr drin. Das ist auch schon anderthalb Jahre, wo ich das gespielt habe.
Ich bin nicht ganz so der Pro mehr. So, wo gibt es Löcher? Ah, hier war das, wo der Maulwurf war. Peter muss schon wieder grinsen, ne? Kev auf Löchersuche. Wo Titel ist für die das Folge, nein. Wo das ist das nahe Fläumchen? Da. Rainbow Endnest. Yes. Wo bist du, Kev? Bei minus 0 und ich bin bei 0-0 eigentlich. Ein Hoverboard fliegt einfach in der Luft. Da ist richtig viel Platz. Ja, so war ein bisschen. Aber ich bin auf dem Weg. Nee, da bei mir nicht. Also 0-0. Oh, ein Hoverboard ist da in der Luft. Ich komme da nicht ran. Lol, warte, ich kann's für dich. Ich mach's für dich kaputt. Warte, ich bin da. Es kommt einfach nicht runter. Oh, lol. Er hat's abgeschossen. Banane. Banane hat geregelt, Alter. Ich sag dir das. Ja, ich hätte sie auch geholt. Nice. So. Also hier müssen jetzt Rainbow Viecher rauskommen. Ah, jetzt hab ich's. Yes, auf Dauer müssen wir hier rauskommen. Das ist ein schönes Regenbogen-Ameisen. Also 0-0 in dem Bereich? Ja, ja. Also 0-370. 0 und Y-70. Ja, dann siehst du uns ja. 0-376, irgendwie so. X minus 6. Nee. Nicht vertun. Y ist die Höhe. Z ist 350. Ach so, guck mal, die haben das umgetauscht. Das steht ja X, Z, Y. Bei 0-350. 0-350, dann findest du uns. Wir müssen jetzt ein bisschen warten. Eigentlich müsste aber spawnen, ne? So ist ja nicht. Ich würde sagen, ich mache kurz einen Cut und warte, bis Peter da ist und vielleicht spawnt gleich was. Kurzer Schnitt. So, dann bin ich wieder. Die Bitches. Lol. Oh, da, hinter dir. Auch wieder da. Komm her. Ja, hier seid ihr. Auf den Regenbogenameisen und einmal bitte draufklicken und dann geht's in die Dimension rein. Ganz viele sind gespawnt. Ab in die Dimension. Guck mal, Spark. Ich kann gar nicht draufklicken. Oh, jetzt fliege ich. Ah. Oh, schade. Diese Verzögerung war. Diese hässliche Katze hier, Alter. Ich wollte dir noch zeigen, wenn wir auf meinem Board steht. Ey, das ist mein Hydrolisk. Ach, deiner. Yes, hör auf ihn zu töten. Ich wundere mich schon, wieso der ganze Zeit bei dir ist. Ich dachte, der greift dich an. Nein, das ist mein Freund. Ich habe den gezähmt. Komm her. Hab den die ganze Zeit angegriffen. Ich habe erst wieder voll erleben. Ha, schön. Den kannst du auch, glaube ich, wenn du in Wasser mit dem springst, dann hält er dich oder so. Was ist das denn für ein schwarzes Ding hier hinten? Krasses Ding. Ah, das ist der Roboter. Die droppen die Dinger. Banane, go! Lol, du hast gerade irgendwas hier gekillt, gell? Leer, die Banane! Wo sind hier viele? Oh, ein dicker Roboter! Hallo! Alter, die Banane klärt das, guck dir das an! Lol, Labs Lazuli Boots. Ja, fetter Robo. Und hier die, und bam. Chaos übrigens. Die würde ich auch töten, weil die droppen jawohl die Äpfel. Oder goldene Äpfel. Nice! Mein Hoverboard, ne, ist weg! Craft jetzt einfach Neues. Wir können hier, einfach ein bisschen Holz farmen und dann hat ja jeder. Das muss hier irgendwo liegen, aber es bestimmt fallen lassen. Oh, hier ist es ja noch. GG. Ja. Das ist schon der nächste, weil ich kann nämlich aus der Luft. Leute, hier sind jetzt zwei Roboter. Das ist Jeffrey. Warte, yep. Jeffrey hier. Ich glaube, Jeffrey ist sogar ein bisschen stärker nochmal. Jeffrey ist albern. Meine Banane regelt das. Mein Hoverboard ist weg. Einfach Neues craften. Yo, Jeffrey hat Rückstoß. Robert Diaz und Redstone noch, ne? Kommt mal zu mir, Jungs, ihr braucht kein Hoverboard. Ich muss euch nur auf Jeffrey konzentrieren. Oh ja, ja, der Jeffrey ist ein bisschen stronger. Ja, kommt zu mir, Leute. Bin auf dem Weg. Jo. Alter, die Banane, die klärt das. Ich sag dir, guck, der fliegt die ganze Zeit. Yo, Jeffrey, what's down, up? Alter. Der Jeffrey hat aber auch hier nicht wenig Leben, ne? 540. Ja, er ist der Robo-Boss. Gute. Also natürlich macht das Schwert deutlich mehr Schaden, aber die Banane hat irgendwie Swag. Guck hier, bam, bam. Auf die Füße, rutsch aus. Ich mach ein paar Bilder, wie schön es aussieht. Oh mein Gott. Der kickt euch übelst weg. Ey, kriegst du eine Banane, Junge, das nochmal mal. Lol, Girlfriend erstmal ein Bikini hinterher. Alter, der droppt richtig Zeug. GG! Alter, ich hab Spider-Robot-Kit, was ist das denn? Ey, der hat zwei freaking Guns gedroppt. Wie viel hat er? And Robot-Kit, oh shit! Oh, die Spinne. Der hat eine Kit im Inventar. Boah, krass. Das ist Viech, Alter. Ich glaube, die sind eigentlich Peaceful, auf den kann man auch reiten irgendwie. Ich bin der Herr der Spinnen! Jetzt hau da ab, bleib hier! Ja, hat sich draufgesetzt. Ja, genau, auf die kannst du reiten. Ich bin der Herr der Spinnen. Nicht töten bitte, das ist mein Freund.
Jo, genau, der tötet mich, ich komm gar nicht ran, der kickt mit seinen Beinen weg. Das ist mein Freund, ich lauf mit dem weg, ich kann ihn sogar steuern. Da sagt mir noch einer, dass hier das Modpack nicht geil ist. Hier, ich hab noch eins, ich hab noch zwei Spider-Robot-Kids, jeder kann seinen eigenen Robot haben, ja, da. Ja, drop mal runter. Da hab ich gedroppt, ich geh weg. Und ich drop hier noch eins und geh wieder weg. Okay. Hier, da vorne liegt eins, das rote Ding. Da kann jeder seinen eigenen Kasten haben. Jo. Einfach auf den Boden rechts. Jo! Hallo Leute! Na, Alter, Standbild. Kev, willst du nicht doch die große Spinne haben? Abgeschmiert. Lol. Komplett abgeschmiert, krass. Alter, das waren zu viele Spinnen. Ey Kev, wenn du jetzt nochmal reinkommst, dann wird's witzig. Ist es bei dir abgeschmiert, Spot? Nein, bei mir nicht. Ich stehe so richtig auf einer richtig fetten Spinne. Dann speichere mal lieber deine Aufnahmen ab, wenn du mit DX-Story oder so auf. Ja, ich hab gerade abgespeichert. Weil, Alter, das ganze Modpack ist abgeschmiert. Bis zum Launcher, alles ist down. Heftig. Ich habe hier noch ein paar Apple-Cows gerade gekillt, die droppen teilweise OP-Äpfel. Nice. Ich habe deine schwarze Spinne noch gesehen, wie sie sich aufgebaut hat. Wieso es dann sich aufgehangen hat, weiß ich gar nicht. Achso, du musst Pack neu laden, ne? Ja, ja, genau, das Pack muss jetzt komplett neu laden. Okay, ich würde sagen, ich mache eine ganz, ganz kurze Beendigung der Folge, denn wir haben die Folge voll. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es war interessant. Ich sag euch, das Modpack ist echt crazy shit. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und tschüss, die nächste Folge. Macht's gut, Leute.